Hallo und willkommen zu unserer Roomtour, wie man mit Kind im Kastenwagen reist. Ich bin Anne und ich zeige euch heute ein paar Tipps und Tricks, wie wir unterwegs sind mit unserem Kind bzw. mittlerweile mit zwei Kindern im Kastenwagen. Jetzt kommen wir zum Bad. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Es ist recht klein und kompakt im Kastenwagen, aber echt gut dabei zu haben, wenn man so wie wir viel frei steht und eben nicht die Waschräume am Campingplatz nutzen kann. Es ist ganz praktisch, wenn das Bad so gemacht ist, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal ein bisschen spritzt und eben nicht den Duschvorhang rausholt, denn Kinder, kann ich mir vorstellen, stört es dann doch noch mehr als einen Erwachsenen, wenn der Duschvorhang so ein bisschen am Körper klebt. Wir haben das Schwenkbad in unserem Pössl, das ist ganz praktisch. Und für uns stellt sich im Moment so ein bisschen die Frage, die Große ist jetzt gut 3 und gerade windelfrei geworden. Vielleicht habt ihr da ja noch einen Tipp für uns, wie ihr das macht mit der Toilette. Ich kann mir vorstellen, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Kleine dann doch ein bisschen komisch ist auf der Toilette, die dann doch ein bisschen knarzt und ein bisschen komisch ist, dass sie das nicht so toll findet. Aber vielleicht habt ihr da ja einen Tipp, wie ihr das gelöst habt. Wir würden uns freuen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und hier unser Tipp zum Baden im Kastenwagen, wenn man ein kleines Kind dabei hat. Ja, wir haben hier im Pössl Summit Prime auch das Schwenkbad eingebaut. Das heißt, wir greifen hier einmal rein und klappen um. Zack. Und haben hier den Duschraum komplett abgetrennt von der Toilette. Auf längeren Touren muss man natürlich die Kinder auch mal waschen. Dafür haben wir jetzt hier so eine Faltschüssel. Das ist eigentlich eine Abwaschschüssel. Die hat hier auch so einen Ablauf drin. Die stellen wir in aufgefaltet hier rein. Dann kommt da ein bisschen Wasser rein. Ist zwar ein bisschen kleiner als eine Babybadewanne zu Hause, aber tut auch seinen Dienst. Und hier neben ist auch gleich ja der Heizungsausströmer. Und dementsprechend wird es hier drin auch nicht zu kalt zum Waschen. Das ist alles ganz praktisch. Ja, im Campingurlaub ist man natürlich auch sehr viel draußen unterwegs und das bei jedem Wetter. Das heißt, Matschklamotten sind Standardausrüstung und wenn die mal richtig nass geworden sind, dann ist das hier auch ganz praktisch. Wir haben uns hier solche Saugnapfhaken ins Bad gehangen und dann kann die Jacke einfach hier verschwinden. Wenn die nass ist, dann tropft die runter in die Dusche, in die Duschwanne, das macht überhaupt nichts. Und so eine Matschhose hier kann man auch ganz super zum Trocknen aufhängen. Hier drin. So einfach an den Hickeygriff gehangen. Dann kann alle Feuchtigkeit einfach runter abtropfen. Das Einzige, wenn man zwischendurch dann doch mal auf Toilette muss, dann muss man ein bisschen sich durch einen Kleiderwald wühlen bei uns manchmal, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, sollte dann unterwegs doch mal auch was dreckig geworden sein und man steht jetzt nicht am Campingplatz, sondern irgendwo frei, dann haben wir hier unser Waschbecken. In dem können wir auch schnell mal was auswaschen. Das ist jetzt so okayisch, ist ganz nett. Kann ich mir auch besser vorstellen, aber es passt. Und wenn wir das dann fertig ausgewaschen haben, dann haben wir hier eine Vorhangstange in unserem Bad. Wir haben hier einen Vorhang statt der normalen Tür. Und die Stange kann man auch ganz super noch als Wäscheleine verwenden. Aufgehangen. Und dann kann das Ganze trocknen. Jetzt wollen wir mal über eins der spannenden Themen beim Reisen mit Kastenwagen und Kind reden, übers Essen. Ja,
Bei schönem Wetter kann man natürlich super draußen essen, da ist alles egal, da ist Platz. Wenn da was runterfällt, ist alles nicht so schlimm. Aber drin ist natürlich eng. So. Wir sind unterwegs mit Kind im Kastenwagen, seit die Große 2 Monate alt ist. Ich habe am Anfang voll gestillt, also mit Flaschenkochen und sowas war alles kein Problem. Und das Stillen ist natürlich sehr praktisch, was das angeht. Wenn ihr da jetzt Fläschchen gebt, sterilisieren müsst, ist das natürlich eine andere Sache, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber dann wird es natürlich auch spannend, wenn es mit dem richtigen Essen losgeht. Wir haben uns an das Baby-led Weaning gehalten, also haben eben geschaut, wann ist natürlich die Kleine bereit dazu, und dann haben wir sie viel einfach mitessen lassen. Von dem, was wir gemacht haben, wir haben das natürlich dann Babygericht gekocht. Da könnt ihr euch auch natürlich drüber informieren, vielleicht macht ihr das auch schon. Aber wir haben eben wenig Brei gegeben. Natürlich ist es auch ganz praktisch, wenn man unterwegs ist und man hat mal keine Zeit, haben wir auch immer ein Backup-Gläschen dabei, das ist ganz cool. Aber wir haben eben auch viel so gekocht, dass sie einfach da mitmachen konnte. Das heißt aber auch natürlich, dass da sehr viele Unfälle passieren können und es ist auch durchaus einiges schief gegangen, mal was runtergefallen. Aber alles in allem hat es gut auch drinnen geklappt. Meine große Sorge war natürlich das Polster von den Stühlen, dass das Flecken abkriegt und irgendwann sehr unansehnlich wird. Aber das, muss ich sagen, hat sich gar nicht bewahrheitet. Die Polster haben auch mal was abgekriegt und es ging aber eigentlich immer alles ganz gut wieder runter. Wenn man da jetzt noch kein Auto hat und sich ein neues kauft, dann kann man ja auch darauf achten, ein Polster zu bestellen, was vielleicht so einen Abperleffekt hat. Bei manchen Herstellern gibt es das. Das geht dann vielleicht noch besser. Unseres hat es nicht gehabt, weil wir das Auto so gekauft haben, wie es da am Hof stand. Wir haben das nicht extra bestellt. Und da war es halt so. Dann habe ich gesagt, gut, wir probieren es einfach mal aus. Und war eigentlich alles okay. Wir haben auch natürlich beim Essen mit Handtüchern die Stühle ein bisschen abgedeckt. Das zeige ich euch dann gleich, wie wir das dann im Auto auch gemacht haben. Aber selbst wenn da mal was daneben gegangen ist und auf den Sitz, war das kein Problem. Wer da jetzt schon einen Wagen hat und Angst hat um seine Polster, der kann natürlich auch sich solche extra Bezüge kaufen, solche Hussen für die Sitze. Das geht natürlich auch und die kann man dann einfach abmachen in die Waschmaschine und alles kein Problem. Da wird es halt mal gewaschen. Auch die festen Bezüge, also die Bezüge, die jetzt bei uns drauf sind, die kann man natürlich auch abmachen und waschen. Das haben wir aber nie gemacht. Mit der Zeit hat sich bei uns natürlich auch rausgestellt, beziehungsweise wir haben das dann recht schnell mitgekriegt, dass manche Gerichte sich einfach besser eignen, um sie drinnen im Kastenwagen zu essen, als andere. Es gibt zum Beispiel keinen Reis oder Couscous ohne Soße, denn diese Körner, die explodieren und fliegen durchs Auto. Das kann sehr wild enden. Außerdem gibt es bei uns eigentlich auch im Kastenwagen nie Suppe. Denn das ist einfach zu schwierig für das Kind selber zu essen und wir legen halt viel Wert drauf, dass die Kleine sehr selbstständig sein kann und das alles selber machen kann. Und dann ist Suppe einfach unpraktisch. Ja, unser Zwerg hat es einfach ganz prima hinbekommen. Vielleicht ist sie ja auch besonders pflegeleicht, was das angeht. Andere Kinder sind anders, da kennt ihr eure Kinder selber am besten. Aber es ist auch irgendwie für uns so, dass wir einfach drauf vertrauen und cool bleiben und dann ist es auch nicht so stressig und dann klappt es meistens doch besser wie gedacht. Genau, dann zeige ich euch am besten einfach mal, wie wir das so machen, wenn wir essen. Und da spielt eine Hauptrolle der IKEA-Hochstuhl. Ja, hier vorne in der Dinette ist natürlich die Frage, wo sitzt denn nun das Kind und wie schafft man das hier mit einem kleinen Kind vernünftig zu essen, ohne dass es ein Riesenchaos gibt. Wir haben uns dazu ein paar Tricks überlegt, die will ich euch gerne zeigen. Bei uns hat unser kleiner Zwerg hier auf dem Fahrersitz gesessen. Das hat den Vorteil, dass Mama und Papa da aufspringen können und sich bewegen können. Und hier auf dem Platz, wo man so ein bisschen gefangen ist, sitzt dann das Kind. Und wir haben dazu den Sitz erstmal hoch gemacht. Hoppala.
hoch. So. Dann haben wir als Schutz hier einfach eins von unseren Handtüchern genommen. Wir haben so Mikrofaser-Duschhandtücher dabei. So. Dann bekommt die Sitzfläche noch ein normales Handtuch. Und dann kommt der berühmte IKEA-Stuhl. Ohne Beine ist das nämlich ein super Kindersitz fürs Auto. Zack. Die Arme lehnen noch runter. Und es kann losgehen. Guten Appetit. So, jetzt wollte ich euch noch mal was zu unserem Geschirr und Besteck erzählen und habe festgestellt, so viel Besonderes haben wir gar nicht mehr dabei. Denn Kinderschüsseln oder sowas aus Plastik hatten wir am Anfang dabei, haben wir aber mittlerweile nicht mehr. Gut, die Portionen, die unsere Große mit 3 jetzt isst, sind auch schon etwas größer. Wenn es jetzt noch am Anfang vom festen Essen ist, lohnt sich es vielleicht doch, eine kleine Schüssel wieder mitzunehmen. Aber das Campinggeschirr ist ohnehin aus Plastik oder Melamin oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es ohnehin bruchsicher, deswegen haben wir da gar nichts extra dabei. Was wir extra dabei haben, Mama und Papa haben ganz tolle Camping-Emaillebecher. Und da soll natürlich die Kleine auch was haben. Das haben wir einfach im Souvenirshop in Norwegen mitgenommen. Da könnt ihr ja mal die Augen offen halten. Das ist ein großer Hit, dass die Kleine eben auch so einen Emaillebecher hat wie Mama und Papa. Zum Besteck. Das Campinggeschirr ist ohnehin vorne nicht so spitz, was wir haben, das Campingbesteck. Deswegen kann sie mittlerweile einfach auch das benutzen und sie will natürlich auch das gleiche wie Mama und Papa benutzen. Ansonsten haben wir hier noch Kindergeschirr dabei, Kinderbesteck dabei, eine Gabel und einen Löffel, aber der Löffel ist genauso groß wie ein Kaffeelöffel, also im Prinzip tut es auch der. Und entsprechend muss man eigentlich gar nicht so viel extra Kram mitnehmen. Das war der zweite Teil unserer Roomtour mit Kind und Kastenwagen. Hoffentlich haben euch die Tipps zu Bad, Küche und Dinette im Kastenwagen geholfen. Freut euch schon auf den nächsten Teil dieser Serie, in der wir euch unsere Tipps und Tricks zeigen, wie wir die Fahrt für alle angenehm machen, wie wir das Platzproblem mit den Kindersitzen lösen und was wir so alles im Kofferraum haben. Damit ihr dieses und weitere unserer Videos nicht verpasst, abonniert doch unseren Kanal. Wenn ihr noch weitere Tipps für uns habt, würden wir uns wirklich freuen, in den Kommentaren von euch zu hören. Man lernt ja nie aus. Bis zum nächsten Mal.